Oh, ihr habt ja wieder eingeschaltet. Ja, was, da muss ich wohl was bringen. Mal sehen, das Wetter ist gut, ja, und es ist Sonntag, ne? Ja, und das heißt Flohmarkt. Ich war auf einem großen Flohmarkt und ja, ich habe was gefunden. Was seht ihr gleich? Mein Bruder und ich waren auf einem ja, schönen Flohmarkt, der jetzt zum letzten Mal in diesem Jahr stattgefunden hat. Viermal insgesamt auf einem großen Parkplatz eines Möbelhauses oder Möbelkaufhauses. Wunderbar hier im Norden. Und ja, wir sind fündig geworden. Wir waren da knapp 6 Stunden, aber auch durch Gerede, weil wir haben 2, 3 Händler getroffen, die wir schon länger kannten, jetzt gerade im Bereich Filme. Und ja, wir haben uns super unterhalten. Und die haben, ohne dass sie wir viel gefragt haben, super coole Deals gegeben sogar. Also wir haben richtig toll, ja, wir haben schöne Sachen gefunden. Von fast allem, sage ich mal, was dabei, abgesehen ist von Toys, da war wirklich nichts wirklich Gutes zu finden. Ja, ansonsten, was kann ich denn, was kann ich, womit fange ich an? Das sollte ich ja mir überlegt haben. Und ich fange mal ganz einfach an mit lustigen Taschenbüchern oder mit Disney-Büchern. 2 Stück hat mein Bruder gefunden, gab es für einmal 4 Euro, einmal 2 Euro. Dann einmal hier das Nummer 46 Ultimate Fantomias. Das fehlt uns auch noch in der Sammlung. Und hier haben wir das, was gab es für 4 lustige Taschenbuch Galaxy. Das ist so eine Science-Fiction-Reihe, alles, ja, dann ist Space Opera, alles Star Wars. Nummer 1, das fehlte meinem Bruder noch, deswegen das war schon schwerer zu finden. Hat 4 Euro gekostet. Ja gut, ist halt so. Dann ähnlichen Preis, aber auch ganz anders, habe ich noch 3 Fragezeichenbücher gefunden. Und zwar, ich habe 4 Stück an der Zahl gefunden. Das erste macht diese Edition, die Black Edition 3 in diesem Samtschuber. Der einzige Haken, finde ich, immer dabei ist, die Dinger, egal wie man sie abbürstet, absaugt, irgendwie gefühlt ist der Staub immer noch drauf. Das Schöne ist, das ist absolut neuwertig. Das ist auch mir gesagt worden, das ist nie gelesen worden. Das ist einfach nur in das Regal gestellt worden und mit vollgestaubt. Aber hier sind 3 Bände dabei, eigentlich schon mittlerweile Klassiker. Hier haben wir einmal Der lachende Schatten und die sind wirklich neuwertig. Dann haben wir hier Der rasende Löwe und Das Gold der Wikinger. Ja, und das, dieser ganze Schuber, der mal neu wirklich wesentlich mehr gekostet hat, hat mich 4 Euro gekostet. Das heißt, 1,33 Euro pro Buch. Ja, das ist wirklich, kann sich sehen lassen und ja, macht sich gut in der Sammlung von mir und meiner Schwester. Denn wir haben mittlerweile gesagt, wir legen unsere 3 Fragezeichenbücher zusammen, um eben halt ja, die Sammlung gut zu vervollständigen. Wir beide lesen sie und das macht es ja auch wirklich ja, dann aus. Und noch ein Buch haben wir gefunden, oder habe ich gefunden, und der 5. Advent. Ich bin mir bei dem gar nicht so sicher, ob ich das hatte schon. Findet man aber auch nicht alle Tage und für 2 Euro, da habe ich dann aber gesagt, komm, nehme ich mit. Und warum auch nicht. Ähnlich günstig, und jetzt ist es schon so ein leichter Übergang zu Games, auch wenn ich die euch noch nicht zeige. Für 1 Euro habe ich in der Grabbelkiste so einen Nintendo-Becher gefunden oder Mario-Becher. Super Mario, steht jetzt kein Datum, wäre fast runtergefallen. Datum drauf, scheint aus Holland zu stammen, mehr kann ich da jetzt nicht entsinnen. Datum nicht, aber für 1 Euro habe ich gesagt, komm, nimmst du mit, ist Plastik. Irgendwie ganz lustig und ja, kann man machen. Dann greife ich einfach mal zu Musik. Ich habe, das ist auch schon fast wieder Games, das mischt sich heute so ein bisschen. Ja, machen wir das so. Und zwar, ich habe 2 Maxi-CDs mitgenommen. Und zwar habe ich einmal diese CD, davon habe ich die erste Version oder die erste Maxi-CD von Dolls United featuring die Blechbüchsenarmee Blechbüchse Roll. Das ist ein Song, ein Techno-Mix, kann man so sagen, nach einem Song von ich weiß gar nicht, wie die Geschichte. Gut gebrüllte Löwe heißt die Geschichte. Aus einer Augsburger Puppenkiste.
Episode sozusagen. Da singen die ja auch ähnlich wie Die Insel mit zwei Bergen von Jim Knopf und Lukas. Gibt es auch von Deutsch United. Das war der zweite Song, der war nicht so erfolgreich. Aber ich habe die Maxi noch nicht gehabt und in dem Sinne habe ich jetzt bezahlt 75 Cent. Und dann gab es eine Maxi, die habe ich entdeckt und die ist schon selten. Music Instructor featuring Lunatics Flying Steps. Und das heißt Get Freaky, der Song. Und zwar, hier könnt ihr sehen, das ist mit Apes Odyssey. Das ist Oddworld. Ja, in dem Sinne ist das eben halt zu dem Computerspiel. Es gab im Musikvideo eben halt Bilder von diesem Apes Odyssey Spiel. Ja, oder aus dem Oddworld Spiel. Inklusive Musikclip drauf. Habe ich noch nicht in meiner Games-Sammlung, weil das passt schon ganz gut zu Games. Ja. Gab es auch für 75 Cent, war ein Zufallsfund. So. Was nehme ich denn noch als erstes? Also es ist so ein bisschen viel, es ist nicht so viel. Filme kommen gleich, das waren wirklich eine ganze Menge und dann doch. Gehe ich zu Filmen über. Ich war unsicher, ob ich das noch was zu Games euch zeige, was so eine Grenze ist zwischen Game und Spielzeug. Aber das zeige ich euch dort zu Games, das muss ich einfach so machen. Gut. Eine DVD haben wir in der Sammlung aufgenommen oder beziehungsweise dort gefunden. Die habe ich im Bundle mit einer Blu-ray-Box gefunden und hätte mich 50 Cent kosten sollen, aber im Endeffekt gab es die zusammen damit im Bundle mit der Blu-ray-Box. Man, ich verspreche mich schon. Und zwar habe ich hier Drunken Monkey von den Shaw Brothers. Das ist ein Studio aus China oder Hongkong, die auch wie, ja, Golden Harvest, das ist die andere Firma, die damals in Konkurrenz waren und Jackie Chan gehörte zu Golden Harvest und hat die Filme gemacht und das war sozusagen das Konkurrenz Film oder das Produktionsstudio. Ja, haben auch sehr interessante, ja, Filme gemacht, so Hongkong Action, hier so ein bisschen Western Style gemischt mit Kung Fu Action. Ja, gab es wie gesagt für einen schmalen Taler und dann nimmt man das auch gerne mit. So, und dann kamen Filme. Richtig viele Filme und ich kann sagen, wir haben bei den Filmen echt viel, viel Glück gehabt. Ich weiß gar nicht mehr, welche zusammen, aber im Endeffekt haben wir einen Riesenstapel, da haben wir echt 9 Euro pro Stück bezahlt von dem einen Händler, der hat uns echt einen fairen Kurs gegeben. Ich glaube, mein Bruder hatte so 12 Filme in der Hand. Und dann haben wir da 15 Euro, er wollte eigentlich 2 pro Stück haben, er hat uns den Preis selbstständig gemacht, er ist Händler oder Sammlerverkäufer, der häufig auf den Flohmärkten ist. Deswegen kann ich so sagen, durchschnittlich fast 1 Euro. Ich gucke gerade, was ich jetzt hier habe, ja, das waren alles, fast alles, bis auf 2, die nehme ich mal kurz als letztes, die hat einen anderen Preis bekommen, aber die waren alle in dem Bundle mit drin. Ja, und dann haben wir hier, ihr wollt ja wissen, was es ist, die Special Collector's Edition von Event Horizon. Fehlt uns noch in der Sammlung. Dann ein Film, der jetzt mehr, glaube ich, an den Streamingdiensten war. Antonio Banderas, Ben Kingsley, Security. Antonio Banderas ist bei dem Kaufhaus Security und ja, dann kommen Verbrecher in ein Kaufhaus und es wird, ja, spannend. So ein bisschen ganz leichte Stepp langsam ansätze. Ja. Und den gab es wirklich auch ganz günstig. Monkey Man von Jordan Peele. Auch ein sehr neuer Film. Sehr interessant. Auch ein Actionfilm. Hier haben wir auch einen Actionfilm mit Jackie Chan und Pierce Brosnan, The Foreigners. Auch ein sehr guter Thriller, wo Jackie Chan mal nicht so comedyhaft ist. Ja, hier eine Comedy mit James Franco und Vanessa Hutchinson. Und zwar Spring Breakers. Noch sealed. Ja, könnt ihr sehen, oben noch das Banderole. Dann Zoolander Nummer 2. Musste auch in die Sammlung. Und Scouts vs. Zombies. Genau, dazu kann ich nicht viel sagen. Ich habe da gar nichts gesehen. Mein Bruder wollte ihn mal haben. Aber hier, jetzt haben wir noch einen Klassiker. Der gehörte in die Sammlung, den wollten wir schon lange haben, aber nie günstig gefunden. Jetzt für 1 Euro. Tron, das Original. Das musste sein. So, weiter geht es. Ja. Achso.
egal was zum Bundle gehörte, kann ich jetzt nicht mehr ganz genau sagen, aber es sind noch ein paar Filme, die in dem Bundle mit drin waren. Die gab es beim anderen Stand und für 5 Euro zusammen, also je 2,50, das kann man auch nichts gegen sagen. Und zwar einmal Knowing. Das Spannende bei Knowing ist, Knowing gehört mit zu den wenigen, die ein Booklet haben. Für ein Filmbooklet. Ich habe das noch bei einem anderen Film gesehen, ich muss noch mal gucken, welcher das war. Und dann habe ich noch mal diese Version mitgenommen von Silent Hill 2 oder Revelation. Ich habe eine andere Version noch, wo der Pyramid Head drauf ist, aber die wollte ich auch haben, weil es ist ein Pappschuber. Hier unter ist die normale Disc, es ist ein Pappschuber. Wollte ich auch noch in der Sammlung haben und für den Preis kann man auch wirklich nichts sagen. So, dann nehme ich mir mal den nächsten Stapel. Was gab es denn noch? Ich glaube auch zu dem ersten Bundle gehörte noch Game Night mit Jonathan Bateman und Rachel McAdams. Dann auch Robin Hood von Ridley Scott und mit Russell Crowe. Der lief gerade im Fernsehen, da haben wir gedacht, Mensch, den haben wir noch gar nicht in der Sammlung, wollen wir noch mal gucken. Das war, ja, so, jetzt kommt schon ein anderes Bundle, aber vom anderen Händler, das war auch super fair. Also bei dem Ganzen haben wir 15 Euro bezahlt. Und plus die 2,5, was ich ja gezeigt habe, also das war echt ein Schnapper. Und hier habe ich jetzt noch Filme, da haben wir, glaube ich, 30 für bezahlt, für die Filme. Ja, und zwar ist es aber auch so, der eine Film ist hier sehr selten, Die Herrschaft des Feuers. Auch super selten inzwischen, noch sealed. Neu gerade, Furiosa, Mad Max Saga, deswegen auch, war ein bisschen teurer. Dann hier von Tony Jaa, der Film The Return of the Warrior, auch ein richtig cooler thailändischer Actionfilm, muss ich sagen. Dann hier auch ein Klassiker, Auf der Suche nach dem goldenen Kind mit Eddie Murphy. Haben wir noch nicht in der Sammlung gehabt. Genau. Dann habe ich für 2 Euro gefunden Jim Knopf und die Wilde 13. Mir fehlte der Film noch, den ersten habe ich mal für 1 Euro gefunden. So ist das auch ein ganz guter Preis. Dann habe ich die mitgenommen. Der eine Film wollte mein Bruder haben, den anderen Film habe ich mitgenommen, weil es die 3D-Fassung ist und für 2 Euro das Stück. Kann man echt nichts sagen. Hier haben wir einmal Alone in the Dark 2. Ja, ein Uwe Boll Film. Oder Produktion in dem Sinne. Und mit entschieden, wie es umgesetzt wird. Aber hier haben wir jetzt auch Lawrence Henriksen, Danny Trejo, Ben Kingsley, Ralf Möller. Wie sich's gehört, gut besetzt. Ja, und für 2 Euro gab es auch noch Final Destination 5 3D mit so einem schönen Holo- oder Lenticular-Cover. Nicht schlecht. So, schiebe ich mal rüber. Denn es gibt jetzt nur noch einen Film, den ich hier habe. Oder 5 Filme in einer Box, besser gesagt. Und zwar habe ich gefunden für einen 10er. Das war das teuerste, aber trotzdem sehr günstig, weil die findet man sehr selten. Die UK-Box von Clint Eastwood, Dirty Harry. Da sind alle 5 Dirty Harry-Filme drin. Also Dirty Harry, Magnum Force, The Enforcer, Sudden Impact und The Deadpool. Ich muss sagen, ich weiß gerade nicht alle deutschen Titel dahin, aber ich glaube, die heißen auch Magnum Force, der Vollstrecker und das letzte ist Dirty Harry, das Todesspiel. Interessant ist eben halt, alle Filme sind da drin und es sind die FSK-Versionen auch drauf. Diese Edition ist nie in Deutschland erschienen, folgterweise, obwohl es die deutschen Discs ist, warum auch immer, aber deutsche Tonspur drauf, das hat mich gefreut. Und somit habe ich auch diese Filmlücke schließen können in meiner oder unserer Sammlung. Ja, und jetzt kommt das, worauf die Hälfte von euch gewartet hat. Die Hälfte meiner Zuschauer, wollte ich sagen. Ja, das stimmt ja auch. Denn es geht um Games. Neben dieser Ape-CD, das ist ja mehr so Merchandise, das ist einfach nur ein Game-Zubehör, ist es ähnlich mit diesem hier. Ich habe Skylander-Figuren gekauft. Ja, Skylander, ich habe noch nie Skylander vorher gekauft. Nein, stimmt auch, denn ich habe Skylander-Figuren von Nintendo gekauft. Ja, Nintendo hat Skylander-Sachen rausgebracht. Und zwar bei Skylander Supercharger gab es 2 Sets von Nintendo. Einmal haben wir hier Donkey Kong. Ihr seht, das ist Donkey Kong. Und zwar gab es das mit seinem Auto, mit seinem Donkey Kong Auto.
Und dann noch dieses Flugzeug. Dazu gehört nochmal Bowser. Ja, und Bowser, die Figur hatte ich auch. Interessant, es gibt übrigens auch Farbvariationen, noch in schwarz, eine schwarze Version jeweils von beiden Sets. Naja, oder ja, von beiden Sets kann man sagen. Und das Witzige ist, das wusste ich auch nicht, hier unten könnt ihr drehen. Und hier steht ganz klein entweder Skylanders oder Amiibo. Denn es ist auch eine Amiibo-Figur. Richtig cool. Hat man auch so in Sicht auf dem Schirm. Ja, und mega cool. Mega cool. Gab es für einen 10er zusammen übrigens. Also das, nee, 15. Die sollten je 3 kosten, da wollte man 10, das ist aber auch zusammen ein Schnäppchen. Also es geht für weitaus mehr weg. Ja, und dann geht es weiter jetzt mit Games. Wir haben an einem Stand 3 PC Big Box Spiele gefunden. Big Box findet man selten, hier 2, 3 Klassiker. Bei dem ersten muss ich aber sagen, das ist vollständig, bis auf das Spiel. Das ist aber rein eine CD in einem Jewel Case. Die findet sich auch ganz ohne Probleme, aber und werden wir auch vervollständigen. Und zwar haben wir hier SimCity 3000. Ein Klassiker, so eben halt Stadtaufbau. Auch richtig, richtig gutes Game. Dann die Gold-Edition von Railroad Tycoon von Sid Meier. Auch ein richtig schöner Klassiker. Das ist auch ein Aufbaustrategiespiel, wie man eine Eisenbahnlinie aufbaut. Richtig cool. Auch ein richtiger Klassiker. Gibt es auch für andere Systeme. Hier leider leicht kaputt gerissen, aber ansonsten vollständig. Und die 3 Big Boxen gab es zusammen für 11 Euro. Also pro Big Box wollte man 5 haben, weil bei SimCity die CD fehlte, wollte man nur 1 Euro, 11 Euro, kann man nicht sagen. Gerade das letztere hier in einem Top-Zustand. Diese Fassung ist sehr selten und wird hoch gehandelt, weit über 100 Euro, deswegen ist es ein echter Schnapper. Und zwar von Civilization 2 Multiplayer. Auch ein Sid Meier Spiel, richtig cool. Ist auch recht schwer, weil dicke Handbücher drin sind. Wahnsinn, das sieht doch richtig cool aus. Ja, und dann geht es schon weiter zu spielen. Fange ich an mit einem PlayStation 3 Spiel und zwar habe ich nur die Promo gefunden von Battlefield 3. Hat mich 3 Euro gekostet. Wird natürlich noch mal genauer, ja, oder kriegt eine genauere Betrachtung auf meinem Instagram, TikTok-Kanal Games Promo Archive. Unten ist die Verlinkung hier kurz eingeblendet und am Ende des Videos seht ihr auch noch mal den Link dazu. Würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Da zeige ich eigentlich hauptsächlich, wie Promos aussehen und ja, ich hebe sie so ein bisschen hervor. Ja, und für 3 Euro war das ein wirklicher Schnapper. Ich habe noch mal eine andere Promo gesehen von Devil May Cry. Hätte ich gern mitgenommen. Der war aber über dem normalen Preis und das war mir dann zu viel. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich kenne mich schon mit den Preisen mittlerweile aus und einige sind ein bisschen überteuert. Es ist auch erstaunlich, dass manche das 4- bis 5-fache manchmal haben wollen, als das eigentliche Spielwert ist. Ist auch nicht immer, aber das Problem ist, viele schreiben immer rar und selten und Promos sind nicht rar und selten. Das Problem ist nur, meistens werden die nicht irgendwie beachtet und dadurch fallen die nicht auf. Die liegen so ein bisschen manchmal unter dem Radar, weil eben halt nur die Disc, kein Handbuch und so weiter. Spiel ist aber drauf, ist halt die Promotion-CD, die damals gratis Spielemagazin oder und auch anderen gegeben wurde zu Werbezwecken. Ja, für meine Sammlung, wie gesagt, nicht. Ja, musste sein. Und Promos findet man auch dadurch auf dem Flohmarkt nicht ganz so häufig. Dann haben wir gefunden 2 PlayStation 1 Spiele. Richtig cool. Destruction Derby Raw. So ein bisschen Auto-Crashs in 3D. Bei PlayStation 1 in einem guten Zustand. Kann man wirklich nichts anderes sagen. Vollständig. Und alles ist dabei. Dann Hail to the King, Baby. Der Duke. Duke Nukem, Time to Kill, Hülle leider ein bisschen beschädigt, aber ansonsten in einem Top-Zustand, richtig klasse. Ein echter Klassiker und fehlt uns noch in der Sammlung. Ich glaube, jetzt haben wir alle 3 Duke Nukem-Spiele für die PlayStation 1. Richtig cool, richtig cool. Ja, dann geht es weiter mit dem PSP-Handheld oder mit dem Handheld, mit der PSP. Da haben wir noch ein anderes Spiel. Überlege ich gerade, haben wir noch ein Spiel da mitgenommen gehabt? Ich überlege gerade. Ja, das war das Destruction Derby. Das haben wir da mitgenommen.
Und zwar wollte man auch 10 Euro haben, mit dem anderen hatten wir aber da zusammen 18 bezahlt, also 9 je. Und zwar haben wir hier Hello Kitty Puzzle Party. Sieht man auch nicht alle Tage. Ist mal was anderes. Also in dem Sinne auch hier nur Handbuch drin und das Ganze aber, so wie es aussieht, ist es so eine Minispielsammlung, so ein bisschen Puzzeln und ein bisschen Art Tetris-Spiel dabei. Ja, wie gesagt, Hello Kitty sieht man auch nicht so oft. Gut. Dann habe ich drei Spiele oder haben wir drei Spiele gefunden für die PlayStation 2. Bei einem Spiel waren wir uns nicht sicher, ob wir es haben. Und mein Bruder hat sich dann verlesen. In dem Sinne haben wir es für eine andere Konsole. Deswegen wird uns das wohl auch verlassen. Vielleicht auch nicht, das wissen wir noch nicht. Die Entscheidung ist noch nicht getroffen. Aber es geht um das PlayStation 2 Spiel Mortal Kombat Shaolin Monks. Da haben wir, glaube ich, 15 oder 17 Euro bezahlt. Ist nicht so ein günstiger Titel, aber ein schöner Titel. Oder Sammeltitel. Ja, und dann habe ich hier noch zwei PlayStation 2 Spiele. Da habe ich jetzt 2 Euro, kann man sagen, bezahlt im Endeffekt. In dem Sinne, mit den drei Fragezeichenbüchern, dem Tuber hier, da wollte man 4 haben, da wollte man je 3 haben und ich habe das auf 8,50 runtergehandelt. Also kurz gesagt, ein bisschen über 2 Euro. Und zwar handelt es sich einmal um The Getaway. Da haben wir vor kurzem einmal noch den zweiten Teil gefunden gehabt. Und Peter Jacksons King Kong sind beide in einem sehr guten Zustand. Abgesehen, dass man ein paar Spuren auf der Hülle sind, ist drin das Spiel top und Handbuch auch in einem sehr, sehr schönen Zustand. So, und dann haben wir noch 3 PlayStation 4 Spiele. Dann ist es auch. Dann war es unsere schöne Flohmarktausbeute hier. Und zwar habe ich hier noch 2 PlayStation 2 Spiele, die haben wir relativ früh am Anfang gefunden. Da hat einer da einen ganzen Stapel stehen, da haben wir mal durchgeguckt. Da habe ich eben halt diese beiden Spiele gefunden, die ich gerade noch in der Hand halte und die Filme von Final Destination und von hier Alone in the Dark 2. Mensch, ich kam nicht drauf. Und ich sollte hier 2 kosten. Nee, ich habe 6 bezahlt. 6 Euro. 1,50 Euro das Stück. Kann man echt nichts gegen sagen. Und hier haben wir Bound by Flame. Für den Preis kann man echt nichts sagen. Und das Schöne ist bei Bound by Flame, im anderen Spiel erwähnte, auch ein Handbuch dabei. Hat man selten bei PlayStation 4. Und auch hier gibt es, wo ich jetzt gleich zeige, auch eine Art Handbuch. Und zwar Baphomets Fluch 5, der Sündenfall. Ich als Baphomets Fluch Fan. Ich habe das Spiel auch schon, aber warum nicht? Doppelt kann ich es immer noch haben. Und hier ist auch ein Handbuch, beziehungsweise da ist ein Comic dabei. Also wenn ihr das Spiel mal findet, immer genau schauen, denn dieses Comic mit einer leichten Vorgeschichte sollte dabei sein. Also, das gehört sich wirklich und passt super in die Sammlung. Naja, ich habe es jetzt schon mal. Gehört einfach in die Sammlung. Und das letzte Spiel gab es für 8 Euro, man wollte erst 10, ich habe auf 8 runtergehandelt. Das war schon ziemlich zum Ende hin. Wir waren schon am Anfang bei diesem jungen Menschen vorbeigegangen. Der hatte 2 Spiele, einmal hatte er Cuphead, dafür wollte er 20 haben und für dieses Spiel wollte er auch 20 haben. Haben wir erstmal liegen gelassen und weil wir sowieso nochmal beim anderen Stand vorbeigehen wollten, sind wir auch nochmal da vorbeigegangen Richtung Auto. Und da hat er Cuphead leider nicht mehr liegen, hat er später für einen 10er verkauft. Da hätten wir meinen Bruder es aber auch gern mitgenommen, aber er wollte erst nur 20 haben. Das heißt, der betreffende andere hat riesen Glück gehabt. Und das Desolatium, was ich jetzt hier habe, lag da noch. Das gab es für 8 Euro. 10 wollte er haben, ich habe gefragt 8. Und das ist auch kein so günstiger Titel, habe ich festgestellt. Aber ich muss sagen, wir waren bei Spielen, ich meine, sagen wir mal so, wir haben jetzt eine kleine feine Ausbeute, aber es war auf dem Flohmarkt schon merkwürdig. Wir haben einige Spiele gesehen, die sind wirklich also in dem Preislevel gewesen. Man hat sie wirklich groß angepasst, wie sie gerade aktuell sind oder wie sie selten sind. Da war ein Twisted Metal für die PlayStation 1 in einem guten Zustand. Wollte man 75 Euro haben, fand ich schon ziemlich heftig. Da war ein das Spiel für die Xbox 360 Bullet Witch, da wollte man 60 Euro für haben, war auch sogar eine Videothekenfassung, ich fand den Zustand okay, hätte ich aber nie 60 Euro für verlangt. Da hat jemand Alice Madness Returns verkauft für 50 Euro, das hatte sogar kein Handbuch, fand ich auch schon ziemlich hart. Also das sind so Preise, wo ich sage, die haben auf Flohmärkten nicht zu suchen, die sind schon zu hart. Lagen natürlich auch längere Zeit später noch da,
Wie gesagt, das war das letzte Titelchen, was ich gefunden habe. Alles so in dem Preisrahmen. Und ja, was sind jetzt hier eure Highlights? Das muss ich ja so fragen. Für mich jetzt filmtechnisch gesehen die Dirty Harry Collection. Ich wollte sie schon lange sehen und habe sie jetzt gefunden. Mit einem echt tollen Preis. Und ich muss sagen, ich als Adventure-Spieler fand auch das recht interessant. Das ist doch mein Game-Highlight. Neben Baphomets Fluch, eins meiner Lieblingsspielereien. Und das Spiel kann ich immer wieder spielen. Also, das sind meine beiden Highlights. Und zum Lesen drei Fragezeichen. Was soll ich mir sagen? So, ich sag schon viel zu viel. Ich habe, glaube ich, auch viel zu viel drumherum geredet. Wie mein Kumpel Manuel von Sammlerschutzhöhlen sagte mir neulich, ne, also ich grüße dich an dieser Stelle, du musst radikal kürzen und nicht so viel labern. Also, versuche ich jetzt aufzuhören. Liken, teilen, abonnieren. Ihr seid dran, mit zu labern, mit zu kommentieren da unten. Und ja, ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Flohmarkt wird jetzt leider weniger. Das war der letzte große. Es kommen noch ein paar kleine. Die sind aber nicht mehr jede Woche, sondern das zieht sich jetzt ein bisschen durch. Aber ihr werdet trotzdem mit Content versorgt, denn ich glaube, ich habe noch einige Conventions. Da ist die CMC, da ist die Toyplosion, da ist die Polaris und da ist die Wattenerd. Das verschiebt sich alles. Es ist natürlich jetzt im September, kommen die Börsen. Und die Toyplosion und die CMC und ich habe die Wattenerd und die Polaris im Oktober. Ja, und zwischendurch ein, zwei Flohmärkte. Das heißt, ihr habt guten Content. Und ich habe immer noch genug Stuff, den ich in der Sammlung aufgenommen habe und ich schon teilweise abgedreht habe, was ich noch zusammenschneiden muss und euch präsentieren kann, was es Neues für die Sammlung gab. So, das soll es jetzt gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Stopp! Es gibt doch etwas, was ich vergessen habe zu zeigen. Ich gucke gerade hier runter, da liegt doch was. Und zwar, für 10 Euro haben wir noch die neue Kinect mitgenommen für die Xbox Series S oder für die Xbox One auf jeden Fall. Hat mein Bruder für einen 10er mitgenommen. Ja, habe ich beinahe übersehen. Ne? Auch kein so günstiges Teil. Ne? Also, das war's. Und jetzt heißt es wieder Abspann.